Moin. Einmal Nase schnauben. Ich hole mir ordentlich den Staub raus. Tuch um und los. So, Station 1 auf alle Fälle. Wir sind wieder zu früh. Gott sei Dank, besser als zu spät. Könnten wir mich denn als erstes nicht wegbringen, Papa? Nee. Woraus besteht die Mütze aus Wolle? Keep away from fire. Vom Feuer fernhalten heißt also keine Baumwolle. Parkplatz direkt vor der Tür. Was? Ich fass das nicht. Jetzt ist ja schon ewig nicht mehr vollkommen. Oder willst du wieder in der nächste meinen Parkplatz? Nee. Hallo. Hast du schon gesehen hier? Ja, was ist das? Eierwärmer? Ja, dass du das rausgekriegt hast. Wunderbar. 1A Eierwärmer. Heute bin ich alleine im Laden, auf alle Fälle. Und da werde ich einschlafen. Irgendwas werde ich machen. Irgendwas werde ich tun. Projekt oder was? Projekt. Mein Leben ist ein Projekt. Was werde ich tun, klingt so. Machst du immer irgendwas. Genau. Naja. Das war auch schon. Dann sehen wir uns im Laden. So, auf in den Kampf jetzt. Also bis denn. Merida Norbert. Oh, hier liegen ein paar Zettel rum, ich weiß nicht warum. Zack, zack. Ach, der Schlüssel. Spooky. Oh, Tuning Parts. Ein paar kleine Tuning Parts. Noch ein Schlüssel. Handschuhe. Und der erste Auftrag, und zwar der erste Auftrag ist Alex, sein Fahrrad. Der Alex, der war auch schon eine Weile nicht mehr hier, nicht mehr zu sehen. Er hat sich wegen Corona versteckt. Nicht, weil er Angst davor hat, ganz im Gegenteil, weil er ja keine Angst davor hat. Also wenn jemand ein Antivirus sucht gegen Corona, dann ist er bei Alex richtig. Hallo? Was tust du denn da? Du bist aus dem Nest gefallen. Was ist mit dem Video? Wie viele Glocken läuft die Post?
immer mal wir. Und was hast du jetzt wieder gefunden? Tommy, was soll ich denn jetzt machen? Wo hast du das gefunden? Die ist in Laden drin, reingeflattert. Direkt in Laden drin gefallen. Ja, und das? Kann sie nicht wieder wegfliegen? Die kann doch nicht fliegen. Die ist gerade aus dem Nest raus. Meinst du? Zum ersten Mal. Das ist eine ganz junge. Tommy hat gerade eine Fliege. Die ist vom Balkon. Wir haben ja auf dem Balkon da oben, die uns die ganzen Fahrräder voll scheißen. Ach, die ist von da oben runter. Ja, kannst du sie nicht hochwerfen? Die kann nicht fliegen, die ist runtergefallen, fast wie ein Stein und konnte mit Flattern. Nee, bei Vögeln ist das wohl nicht so. Das ist. Nein, ist es nicht. Wir hatten nämlich schon letztens mal einen Entenküken doch gefunden und da hat er erklärt, dass es nur bei Säugetieren so ist. Und das ist ja auch, die ist ja nicht so klein mehr. Die ist schon fast flügge. Kann ich dich nochmal gleich zurückrufen, Elke? Okay. Bis gleich. So ungerne in den Käfig stecken jetzt einfach. Aber dich kann man ja schon wirklich großziehen, ne? Du scheißt nur alles voll. Das ist das Problem. Du scheißt meine ganzen Räder voll, du und deine Eltern. Du hast meine Kunden vollgeschissen schon. Ja. Alle hast du vollgeschissen. Ich muss mal jetzt kurz gucken, ob draußen irgendwas los ist. Noch nicht. Mann, warum immer ich? Warum kommt ihr denn immer zu mir hier, ne? Ja. Bin ich auch behalten, aber ihr kackt überall hin. Das ist echt ein Problem für mich. Eine Haustaube. Zeig mal, runtergehopst. Meinst du nicht, die Eltern holen das ab? Nee. Das machen die doch normalerweise. Nee, die ist zu groß. Sollte fliegen, erster Flugversuch, hat nicht geklappt. Ich würde sie jetzt nicht einfach auf die Straße hochschmeißen. Ja, auf dem Hof vielleicht? Dann halt hier in der Wohnung. Ich kann es nicht anfassen. Ich traue mich nicht. Das sitzt sogar. Schon viel umgeknickt. Nee, ich nicht. Das ist vom Runterfallen. Ach Mensch. Das ist in den Laden so. Da ist nur Knackern hören, da ist sie gegen Schild und. Da ist jetzt nichts gebrochen. Nee. So wie unser kleiner Greifvogel. Du bist das neue Symbol. Symbol vom Laden. So, was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Der Karton ist ja doof, dunkel und kalt. Ich wollte ja nicht zumachen, sondern nur reinsetzen. Das kann ja nicht fliegen. Na, tut mir leid, soll ich denn einfach rauskicken und so die Zeiten? Das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Dazu bin ich zu sehr mit. Hier, Mutti, was sollen wir tun? Das ist wirklich die Hälfte. Die Hälfte des Inhalts. Jetzt sind wir da. Dann setzen Sie hier vor das Fenster vielleicht mal gucken, was die Mama Taube macht. Nee, die macht gar nicht. Die ist nicht mehr drin. Nee. Die hüpft dann auf der Straße und das ist hier nicht immer. Das ist das Problem. Jetzt wollen wir erstmal einen Karton setzen hier drin. Gucken. Ja, genau. Ein bisschen Ruhe. Ja, fühlt sich ja schon ganz wohl. Die sieht aber so aus, als wenn sie schon selbst was findet. Ja, eben. Die ist eben schon raus aus dem. Ja. Aber die sind hier runter, die einfach runter platscht. Also hier Ruffi schlagen und dann plump. Das sind Körnerfresser, die brauchen halt so, wenn du geschälte Sonnenblumenkerne hast, irgendwo kaufen kannst. Das lieben die. Ich bin Vogelfreund und auch nicht Zoologe, deswegen kann ich das einfach so sagen. Kann die fliegen? Hast du schon versucht, dass du so... Will ich hier jetzt nicht probieren, weil ich dann wieder hinterher renne. Dann würde ich auf den Hof machen. Mach das mal. Ja. Du hast erstmal so mal jetzt eine Kiste und dann, was brauchst du denn? Meine Gazelle. Deine Gazelle, genau. Deswegen erstmal Kiste schnell, mach nichts, guck mal, was kann findest. Schnell nicht machen. Ja, dann gehen wir mal jetzt Taubenrettung. Ach, das ist ja auch, die Tage sind ja wirklich enorm interessant irgendwie. Ach Mensch, da ist ja, das Mal ist jetzt so ein bisschen angeflaumt wurde, das fand ich jetzt aber auch nicht nett. Also das muss ohne sein, ne? Wenn sie da einfach versucht zu klären.
hätte man da ruhig mitmachen dürfen, weil, ne, was ist ja, naja, egal. Gemeinschaft sieht anders aus. Da müssen wir eine Gemeinschaft sein, wurde gesagt. Aber das sieht leider anders aus. Okay, Halt das Fenster zu. Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Danke. Oh, eine kleine Taube. Naja, sie ist schon, sieht schon recht ausgewachsen aus, aber sie kann noch nicht fliegen. Das ist wahrscheinlich der erste Versuch. Und sie ist runtergefallen zu Tommy in den Keller rein. Hier drin sitzt sie. Ja, und sie bleibt da auch sitzen. Also sie kann definitiv nicht fliegen. Ja, das werden wir jetzt mal probieren, denn auf dem Hof. Ja. Ob sie dann vielleicht... Flugstunden. Ja. Ja. Aber was soll man sonst machen? Also Tierschutz nimmt sie sowieso nicht. Das machen aber Tauben nicht. Da gibt es andere Katzen da draußen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind nur Annettes Katzen. Hat auch nur das eine Leben. Hat auch nur das eine Leben. Also, nachdem wir jetzt das mit der Taube leider nicht geklärt haben, weil, tja, was soll man sagen? Die Menschheit noch nicht begriffen hat, dass sie nicht bestimmt, wer oder was hier am Leben zu bleiben hat auf diesem Planeten. Oder auch nicht, ne? Natürlich. Wir sind nicht der Richter und vielleicht sollten wir das, was wir Humanität nennen, auch für alle Tiere in Notsituationen gleich bewerten. Wenn wir das schon machen. Ja, wir können es entweder gar nicht einmischen, dann aber auch gar nicht bei keinem. Oder wenn wir uns einmischen, dann aber auch bei allen Tieren und nicht hier. Mensch zweiter Klasse, Tier zweiter Klasse. Nein, das geht nicht in meinem Kopf. So funktioniert das System nicht bei mir. Niemals. Ach Mann, wir brauchen mal eine Adresse. Wir brauchen mal eine Adresse von so Leuten, die sowas machen. Und ich meine, na klar, jetzt könnte man natürlich bei meiner Mutter anrufen. Die wüsste sofort wahrscheinlich, wer hier, wen man da kontaktieren müsste. Aber sie wird sich wundern, das ist hier alles nicht mehr so. Heutzutage denkt jeder nur noch an sich selbst. Das ist ein geniales Laufrad, das geworden ist. Hey, Mann. Hammer. Der war ja hier mit dem Laufrad. Dann haben wir den Laufrad eingespeicht. Mit einer anderen 40. Boah, richtig genial. Es ist so schön, wenn man mal gutes Material verbauen darf. Das ist natürlich ein sehr schöner Aufkleber. Also das ist schon wieder Caution Paddling Backboard may cause Shane to come off. Und, Taube? Ich bin bedient, Tommy. Wieso? Weil kein Mensch das Tier haben will. Das nimmt doch keiner. Die schläft.
Hast du angerufen überall? Das heißt überall, du kannst nirgendwo anrufen, weil keiner Tauben möchte. Wieso? Steht überall drin. Keine Tauben! Ja. Das stehen, gibt zahllose Berichte im Internet, was man machen könnte, wenn man eine Taube findet, aber keine Telefonnummer. Höchstens halt so ein Tierarzt, der gesponsert wird vom Bund, der die kostenlos dann behandelt. Ja, aber du nimmst sie dann wieder mit nach Hause. Du kannst sie nicht da lassen. Heute gibt's Taube! Na, Ente cross, Taube cross. Er ist noch nicht dran an dem Vieh, ist das Problem. Tauben sind ja okay. Wie auch immer. So. Wunderbar. Und gar nicht teuer, das Stahlschwein ist. Gut. Dann mache ich mal organisatorisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, jetzt Alex sein Rad. Dann gucken wir mal, was wir hier noch löten können an dem Ding. Ich habe ihn noch mal vor Jahren verkauft. Ich finde das total genial. Ja, kann er das nicht anbraten hier? Einfach mit dem Schweißpunkt, klack. Was ist denn los? Lass nach. Luft raus. Ventil raus. Oh Mann, ey. Hallo. Morgen. Ja? Bitte die Pumpe benutzen. Ja. Dankeschön. Darfst du. Denn? Hier muss immer ein bisschen Fett drauf. Achso, hier seht ihr ja auch nicht. Ach Mann, ey. Wisst ihr, wie die Kamera. Also hier unter die Kappe habe ich nochmal Fett gemacht. Unter dieser Abdeckkappe. Weil dahinter sammelt sich sonst der Dreck sofort. Zahnkranz, machen wir mal Vergleich. Der von der Größe her passt. Der ist nämlich größer hier. Dann nehmen wir natürlich den größeren. Vor allem war jetzt. Geschwindigkeit und so. Wahrscheinlich ist das noch genauso groß. Das ist das falsche Laufrad. Das ist aber auch ein Laufrad. Raus und weg. Das ist es. Total verdreckt, Speichen kaputt. Thank you.
Du, das passt ja gar nicht. Ach, Mensch. Ein Fließfett drauf. Das war's. Das ist ja unglaublich. Jetzt habe ich hier, weil ich die Kappe nicht aufkriege, habe ich hier einen Schlitz reingesägt und versucht es jetzt so aufzukriegen. Wenn das nicht klappt, dann war es das, dann ist das erledigt und ja, dann kann man da nicht so viel machen. Dann kann ich da nicht so viel machen. Jetzt passt und na, das ist da. Wow. Hammer. Wer hat den denn festgeschraubt? Vor allem habe ich schon einmal abgeschert hier. Das ist ja unglaublich. Geschafft. Immer noch. Ich bin zu klein einfach. Alles klar. Wie viel Geld soll ich ungefähr noch bringen? 500 Euro. Ja? Ja, das reicht dann, das reicht dann auf alle Fälle. Also bei dem ist es hier auf alle Fälle. Unter den Blinden ist ja einer wie König, sag ich mal, ne? Boah. Na, du? Na toll, ey. Mann, ey. Was machst du denn? Vielleicht, weil ich die neue Person gesehen habe. Ich gehe jetzt um euch herum. Na, die beruhigt sich schon. Lumen kommt. Wer kommt? Lumen. Wer ist Lumen? Lumen. Norman? Lumen. Ja. Aber wo ist sie? Ja. Was? Lumen. Ich will die sehen. Nein. Hier drin ist sie. Oh, ich will sie. Die ist jetzt ganz schön aufgeregt. Lumen ist ja meine Tierärztin. Du bist die Tierärztin? Ich liebe Tiere. Aber Papa, was ist denn eigentlich mit der Taube passiert? Die ist vom Dach runtergefallen und ihren ersten Flug hat sie nicht ganz hinbekommen. Vor die Tür war einfach Papa. Wir werden nachher mal gucken, was mit der los ist, ob wir die... Vielleicht stand sie ja schon wieder. Genau, vielleicht hat sie sich erholt. Ja. Von wann ist das passiert? Heute? Nee, aber eigentlich nicht, weil sie saß ja hier und ist auch nicht weg. Aber mittlerweile, wie man sieht, kriegt sie Energie. Ja. Hallo. Und, hast du ihn gesehen? Mhm. Willkommen bei der Rettungsstation. Für Menschen und Tiere. Ja. Hendrik kommt am Freitag wieder. Und dann?
Ich habe nicht ihn gesprochen, sondern nur seine Untermieter. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Hat er dich angerufen oder hast du ihn angerufen? Nein, ich habe jetzt angerufen, weil er hat vorhin nur das Laufrad reingegeben und ist dann wortlos, war auf einmal weg. Ich dachte, der geht zum Markt oder holt sich irgendwas oder wie. Achso, und dann hast du ihn angerufen und gefragt, was los ist? Jetzt habe ich ihn gerade, jetzt habe ich gerade Zeit gehabt, jetzt habe ich angerufen und gesagt, Walle, wo bist du denn? Was ist denn los? Und dann, ja, er ist erstmal raus, aber ich sage, wieso, was ist denn los? Was passiert? Ja, er fand es irgendwie nicht gut, wie ich da irgendwas, aber dann kommen auch keine ganzen Sätze raus, das ist ein Problem, weil dann ist das verwirrend für mich. Er denkt vielleicht alles, aber er kann ja seine Gedanken nicht lesen. Mhm. Er muss es aussprechen. Und wenn er dann irgendwie... Was hat das jetzt mit der Rikscha zu tun? Das weiß ich eben nicht. Das war nur am Rande. Das war wegen der Felge. Irgendwie war er ja, wegen dieser Felge war er bei dem Typen und bei diesem, mit der Rikscha. Hm. Ich vergesse seinen Namen immer. Hm. Ist ja egal, ich weiß ihn nicht. Und da weiß ich nicht, was jetzt, wahrscheinlich hat er denn da irgendwas erzählt. Von der Rikscha und so, aber das geht ihn ja gar nicht an. Der muss das Thema ja da gar nicht anbringen, weil ich hatte das vorher ja jetzt schon mit ihm geklärt. Hm. Vor allem gebe ich die ja zum nicht mal Einkaufspreis raus. Hm. Also das ist ja kein Gewinngeschäft, absolut nicht. Das ist ein absolut lächerlich. Also das ärgert mich jetzt natürlich schon wieder, weil erstens warte ich monatelang auf die... Wann war denn das mit der Rikscha? Das ist ja schon bestimmt 3 Monate her. Das ist schon ewig, ja. Und dann wird das am Ende gegen eingekehrt. Also ich verstehe die Welt nicht, wirklich. Mann, dass mich sowas immer so beschäftigt, das nervt mich am meisten, ehrlich gesagt. Ich habe ja keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen eigentlich. Mein Kopf ist voll. Aber es beschäftigt mich. Das ist echt mein Problem. Ja, perfekt. Oh, das Licht funktioniert fantastisch. Wenigstens eine gute Sache heute. Auch wenn alles andere. Ey, der ganze Tag war irgendwie schon wieder voll schranzig und ranzig und toll. Ich habe ja heute nur negative Zeug gehört, erlebt. Oh, das. Walle, hättest du halt die 3 Tage, Walle, hättest du ohne jetzt durchhalten können. Hättest du dich ja verabschieden können, wäre alle cool gewesen. Diplomatischen Abgang. Also nach dem Tag heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich weiter die Werkstatt so offen betreiben soll. Ehrlich gesagt, also so mit... Die Leute so mit offenen Armen empfangen, kommt einfach her oder und schraubt. Macht einfach mit oder so. Weil das ist die Kehrseite der Medaille natürlich, aber die habe ich in letzter Zeit ziemlich oft, die Kehrseite der Medaille. Und das will ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Das strengt mich an. Jetzt im Moment, jetzt habe ich sowieso die Schnauze voll langsam, weil das Jahresende, Saisonende geht es rapide schnell entgegen. Ne? Und da stresst mich sowieso eine ganze Menge. Und dann ist das ja nicht so gut gelaufen für uns. Sicherlich auch bei den anderen, aber jetzt geht es eben mal nicht um die anderen, jetzt geht es mal um die Ladensituation. Also da wird schlecht und gesundheitlich lief es schlecht. Und wir haben einfach den Kopf voll gerade. Und dann habe ich mich noch dem Valentin so ein bisschen angenommen und ich dachte, das kann irgendwie was werden oder so, aber ja. Ich muss euch leider mitteilen, offensichtlich, der Valentin möchte nicht mehr Teil des Fahrradsalon-Klientels, des Fahrradsalon, der Fahrradsalon-Gemeinschaft sein. Finde ich traurig, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nicht so ganz begriffen, warum. Aber vielleicht ja auch selber noch nicht ganz genau und weiß noch nicht so richtig, mag alles sein, aber wie gesagt, und daher möchte ich einfach, werde ich das in Zukunft mir ein bisschen weiter aussieben. Auch der Praktikant ist heute nicht gekommen.
was soll ich sagen, Mittwoch wollte er ja kommen. Eventuell, ja, es war gleich ein eventuell kommt er, aber wie gesagt, viele schreckt es dann doch zurück, wenn hier halt dann eben, sagen wir mal, die Kamera läuft, obwohl ich gesagt habe, hast du ein Problem damit? Nee, kein Problem, aber vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch einfach, dass er gar keine Lust hat darauf. Dann ist es halt so. Ich werde viele schöne Sachen erleben, noch auf alle Fälle. Und aber eben dieses Jahr war nun mal nicht so geil. Und wenn es jetzt noch so aufhört, dann mit nochmal Stress obendrauf und so und mit so einem scheiß Pumpendieb, der jetzt noch kam, das puffert sich ja alles nach oben auf. Und dann, ich war doch zu viel, dass ich den einen Tag ein bisschen lauter geworden bin zu Walle und gesagt habe, hier, du, mit Walle, das nervt mich persönlich, weil ich habe gedacht, wir haben einen ganz guten Draht zueinander irgendwie und dass das eigentlich ganz okay ist, aber das ist jetzt ein bisschen enttäuscht, also nicht von Walle, sondern von offensichtlich ja auch von mir, weil ich da irgendwas nicht gesehen habe oder irgendwas falsch gemacht habe. Ja, also das ist irgendwie, natürlich liegt es an mir, ist klar, ich weiß ja auch nicht, wie soll ich mit diesen Leuten umgehen? Wie ist es komplett richtig? Wie gibt es überhaupt ein komplett richtig, also ein absolutes richtig, wie man mit den Leuten umgeht? Oder gibt es da eh nur den Weg, den man irgendwie finden muss? Wie traurig. Ja, macht mir ein bisschen zu schaffen. Jetzt werde ich das erstmal gleich auch noch mit dem Kollegen klären, da, wo er dann da hingelaufen ist, offensichtlich. Und die Felge geholt habe, den werde ich erstmal da seine Felge bezahlen. Auf alle Fälle ist natürlich klar, dass er das bezahlt bekommt. Ja, da hat er irgendwas, oh, missverstanden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln, weil da ist nichts gewesen, nichts passiert. Das ist alles picobello gewesen. Ich habe das alles geklärt mit dem und der Kollege hat halt die Rikscha gekauft. Das habt ihr ja auch mitbekommen. Das war ja nun mal so. Dann hat er sie ewig hier stehen lassen und nicht abgeholt und dann habe ich sie ihm irgendwann dann, nachdem ich ihm dann die Laufräder gebracht habe, die er dann gerichtet hat, die Achse und oder richten hat lassen, habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt muss aber mal langsam das Ding weg vor der Tür, weil wenn es ohne Räder da steht und das war dann schon ein Monat, anderthalb, zwei, dann ist das halt auch nicht so geil. Dann kommt halt irgendwann das Ordnungsamt und sagt, was ist denn das hier, das ist ja kein Fahrrad, das ist ja nichts mehr, das ist ja nur noch Sperrmüll auf der Straße. Mehr oder weniger, und das sieht dann nicht so geil aus vom Fahrradladen. Also das muss dann schon so ein bisschen, muss das auch ordentlich sein. Ich sage jetzt deswegen mal ein bisschen flinke Hufe, tun mir in die Fallen, bringen die Achse rum, damit ich das wieder zusammenbauen kann, das Ding, und damit es wenigstens so dasteht und so. Und warum nicht gleich auch zu dir fahren, ne? Und jetzt im Nachhinein bereue ich das schon wieder, dass ich das gemacht habe. Weil erstens ist das Ding total geil und total bequem und total gemütlich. Und zweitens gibt es ja deswegen offensichtlich jetzt ein bisschen Ärger und Stunk. Ich habe noch nicht 1 Euro gesehen und warte seit Monaten auf das Geld. Es kommt, das weiß ich. Ich weiß, dass das Geld kommt, das weiß ich. Das ist der Kollege, der dir guckt, der ist ja okay, der ist völlig in Ordnung und auch völlig lieber und völlig guter. Aber wenn ich so viel rein investiert habe an Zeit, an Dings, an Wumms, an hier Kopfschmerzen wegen, weil ich hier draußen auf der Straße stehe, Kopfschmerzen, weil ich das wieder zusammen auseinanderbauen musste, eben dann wieder zusammenbauen musste, weil ich es rübergefahren habe und noch nicht 1 Euro gesehen habe und deswegen dann jetzt nochmal Kopfschmerzen bekomme, Ärger, weil da irgendwas missverstanden wurde, dann ist mir das einfach auch zu viel. Da würde ich am liebsten sagen, ey, wisst ihr was, behaltet alle euer Zeug und alles ist gut, werdet einfach glücklich, reicht aus dem Kopf und gut. Aber nee, jetzt fahre ich wieder nochmal dahin, jetzt muss ich da hinfahren, jetzt muss ich da fragen, was ist denn los, was ist denn passiert, was habt ihr denn, was ist denn jetzt hier das Problem, ey? Und jetzt mache ich Feierabend. Jetzt zeigt nämlich keinen Bock mehr. Und ich lasse das eine Rad für Achim. Und das ist ein Schlauchwechsel beim Rennrad. Das wird er mir wohl verzeihen, wenn dann morgen ein Schlauchwechsel beim Rennrad hier noch drin steht oder so. Das ist der XC-Laufradsatz. Na, hab ich mir gedacht. Nein, nein.
Felix! Dachte, das gibt's ja gar nicht. Ja, was hast du denn? Prima. Was hast du denn? Kommt doch. Ja, aber machst du das immer wieder, Mann. Warum kommst du nicht einfach. Was soll ich denn machen mit dir, Mann? Hä? Ich komme garantiert nicht nochmal. Das ist aber schlecht. Felix, ich investiere 1:1 in deine Drogen, das ist scheiße. Ich weiß ja gut, jetzt erstmal lass mich in Ruhe finden, aber dass ich mir nicht in die Hose mache oder sonst wie, aber das ist, klingt auch, naja, habe ich dir ja schon so oft erzählt. Du musst ja immer den gleichen Scheiß von mir anhören. Was ist mit Dings hier? Mit, ja, ich war sogar mit Entzug oder mit Arzt. Mit Entzug, ich war jetzt eine Woche mit dem Kumpel draußen. Aber da habe ich halt Ersatzzeug genommen, was und da zum Ausreichen, aber nicht, jetzt sind halt keine Gärten wenigstens. Naja, aber was hast du jetzt wieder angefangen? Ja, weil es waren nur ein paar Tage und überhaupt, wir mussten nicht wieder zurück, aber. Du bist doch eure. Es ist natürlich so eine Ausrede, aber es war auch nur erstmal, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Immerhin mache ich jetzt, bin ich nicht so krass unterwegs wie vorher. Also, was hatte ich, wenn ich vorher einen 100er am Tag gebraucht habe oder so, bin ich halt jetzt wieder auf einen 10er, auf einen 20er oder so. Ja, aber es wird doch nicht besser. Ja. Mann, du musst mir irgendwie mal irgendwie. Mal, du musst. Ach Mann, du musst. Scheiße, du musst das selber wollen. Das musst du. Ich würde mir jetzt so wünschen für dich. Aber gestern über dich geredet. Ich bin 20 Jahre auch lange arbeiten. Weißt du? Hat ja auch echt öfter mal Spaß gemacht, irgendwie zu schrauben und so. Also ich guck, dass ich die Tage vielleicht nochmal besser. Nee, brauchst du nicht, mach am Freitag zu, weißt du? Okay. So, da sind es dann. Dein Weihnachtsgeschenk. Danke, okay. Ja, alles cool. Mein Geburtstagsgeschenk habe ich noch und fertig. Danke. Alles klar, bis dann, ciao. Ja, mach ich. Oh Gott. Weihnachtsgeld. Da abgeholt. Ach man, Leute, hör doch auf. Zwanni weg. Das gibt ja jetzt irgendeinen verrasselten Assi, der ihn mit Drogen versorgt. Ey, ich fass das, ey. Das ist so nervig. Ey. Schuld selber. Schnell wegschicken. Ja, ja, ich warte euch das. Bremsen sind da. Der Laufradsatz hoch. Das ist Fakt. Gut. Leg mal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tom.